Herzlich willkommen zum Recherchetraining der Mediothek. In diesem Video zeigen wir euch die Grundlagen der Recherche und wie ihr sie anwenden könnt. Der Ablauf der Recherche lässt sich in drei Bereiche unterteilen. Diese werden im Laufe der Recherche ineinander übergreifen und können auch stetig wiederholt werden. Zuerst muss die Suche vorbereitet werden. Dazu sammelt ihr so viele Suchbegriffe, wie ihr finden könnt. Achtet dabei darauf, dass sie auch zu eurem Gesamtthema passen. Schauen wir uns das einmal genauer an. Nehmen wir einmal das Beispielthema Tourismus an der deutschen Nordseeküste. Zuerst arbeitet ihr eure Kernbegriffe heraus. Das sind die Suchbegriffe, die für euer Thema am relevantesten sind. Anhand dieser Kernbegriffe könnt ihr weitere Wörter wie Synonyme, Ober- und Unterbegriffe herausarbeiten. Für das Beispielthema wären die Kernbegriffe Tourismus, Deutschland und Nordseeküste. Nehmt euch nun einmal ein Blatt Papier und überlegt einmal selbst, was für Synonyme und weitere Begriffe ihr für diese Kernbegriffe finden könnt. Habt ihr ein paar Begriffe gefunden? Schauen wir uns einmal an, welche Begriffe es geben kann. Für Tourismus hätten wir zum Beispiel Fremdenverkehr, Reisen, Ferien, Urlaub. Für Deutschland zum Beispiel Westeuropa, Niedersachsen, Schleswig-Holstein. Für Nordseeküste zum Beispiel Nordsee, Meer, Wattenmeer, Ostfriesland. Habt ihr einige Begriffe gefunden, könnt ihr diese in einer Suchtabelle zusammenfassen. Diese kann wie folgt aussehen. Oben schreibt ihr euer Thema hin, darunter eure Kernbegriffe und darunter dann Synonyme, Ober- und Unterbegriffe sowie verwandte Begriffe. Diese Tabelle könnt ihr jederzeit erweitern und auf eure Suche anpassen. Wenn ihr zum Beispiel auch nach Informationen auf Englisch sucht, fügt ihr eine entsprechende Zeile hinzu. Auch müssen nicht alle Zellen in der Tabelle ausgefüllt sein, denn nicht alle Suchbegriffe lassen sich durch andere ersetzen. Kommen wir nun zu der Auswahl des richtigen Suchwerkzeuges. Dabei müsst ihr euch nicht auf nur eines beschränken. Zunächst stellt ihr euch erst einmal die Frage, wo ihr suchen wollt. Dabei habt ihr mehrere Möglichkeiten, die auch gerne kombiniert werden können. Allgemein- und Fachlexika. Diese können sowohl gedruckt als auch im Internet vorhanden sein. Das bekannteste Online-Lexikon ist hier wohl die Wikipedia. Die Nutzung von Wikipedia ist umstritten. Die Qualität der Artikel ist sehr unterschiedlich und deshalb auch bedingt zitierfähig. Dennoch ist sie gerade für einen ersten Einstieg in das Thema durchaus geeignet. Meistens enthalten die Artikel weiterführende Quellen, die ihr nutzen könnt. Fragt am besten eure Lehrer, ob ihr Wikipedia nutzen dürft. Wir haben einmal eine kurze Checkliste für euch zusammengestellt, an der ihr die Artikel bewerten könnt. Hat der Artikel eine sinnvolle Gliederung? Es sollte immer ein roter Faden erkennbar sein, der einen durch die Informationen durchführt und nicht alles durcheinander darstellt. Werden die Informationen mit Quellen belegt? Meist erkennt ihr das an den kleinen hochgestellten Zahlen innerhalb des Textes und natürlich am Ende in der Literaturliste. Beachtet auch die unterschiedlichen Sprachversionen. Häufig kommt es vor, dass zum Beispiel im Englischen etwas andere Informationen stehen als im Deutschen. Beachtet auch die Qualitätssicherungshinweise. Meist tauchen die direkt am Anfang eines Artikels auf und zeigen an, dass dieser noch überprüft wird bzw. nicht ausreichend mit Quellen belegt ist. Außerdem könnt ihr euch den Diskussions- und Versionsbereich anschauen. Hier werden jegliche Änderungen festgehalten, die in dem Artikel gemacht wurden. So seht ihr zum Beispiel, ob eine Information mehrfach hinzugefügt und wieder gelöscht wurde. Suchmaschinen und Datenbanken. Bestimmt habt ihr alle schon mal in Google gesucht. Daneben gibt es auch noch alternative Suchmaschinen, wie zum Beispiel Ecosia. Diese haben den Vorteil, dass sie nicht eure Daten bei der Suche speichern wie Google. Da allgemeine Suchmaschinen immer nur die Oberfläche des Webs durchsuchen, gibt es noch spezielle Datenbanken, die sich häufig auf ein bestimmtes Thema konzentrieren. In den Datenbanken werden wissenschaftliche Artikel und Hochschulschriften gesammelt.
Kommen wir noch einmal zu Google. Wie schon gesagt, durchsucht Google nur das Oberflächenweb. Das heißt, dass spezielle Artikel oft nicht gefunden werden. Auch lohnt es sich, nicht nur auf der ersten Seite der Trefferliste zu bleiben, sondern weiterzuklicken. Möchtet ihr nur einen bestimmten Dokumententyp suchen, zum Beispiel ein PDF, könnt ihr zusammen mit den Suchbegriffen in die Suchleiste FileType Doppelpunkt PDF eingeben. Damit werden euch nur PDFs angezeigt. Wenn ihr zwei oder mehr aufeinanderfolgende Worte habt, könnt ihr diese auch in Anführungszeichen setzen. Sie werden dann in genau der Reihenfolge gesucht. Dies ist besonders praktisch bei zum Beispiel Namen oder wie in unserem Beispiel vorhin die Deutsche Bucht. Habt ihr zu viele Treffer, müsst ihr ein paar mehr oder speziellere Suchbegriffe nutzen. Habt ihr zu wenige, dann also weniger und allgemeinere Begriffe. Und natürlich probiert auch mal die alternativen Suchmaschinen aus. Nun möchte ich euch noch eine Datenbank vorstellen, BASE. BASE ist eine Datenbank, die unter anderem von der Universität Bielefeld entwickelt wurde. Hier werden alle möglichen wissenschaftlichen Artikel und Hochschulschriften gesammelt und zu einem großen Teil auch frei zugänglich gemacht. Das heißt, dass ihr auch von zu Hause aus frei und kostenlos darauf zugreifen könnt. Dazu müsst ihr nur in den Filtereinstellungen den Zugang auf Open Access setzen. Die Artikel in BASE sind als Volltexte vorhanden, die Quellen sind geprüft und es gibt eine ständige Aktualisierung. Kommen wir nun zu den letzten Suchwerkzeugen, zu den Bibliothekskatalogen. Da kennt ihr vielleicht schon unseren, der Mediothek. Zudem gibt es noch den KVK vom Karlsruher Institut für Technologie. Dieser Katalog durchsucht alle möglichen Bibliothekskataloge in ganz Deutschland und der Welt. Nun zeige ich euch noch eine Suche im Online-Katalog der Mediothek. Diesen könnt ihr über mediothek-krefeld.de aufrufen. Hier klickt ihr auf das Symbol mit der Lupe. Nun könnt ihr anfangen, in unserem Katalog zu suchen. Dazu könnt ihr direkt hier etwas eingeben oder mit der erweiterten Suche direkt eingrenzen. Dabei habt ihr verschiedene Möglichkeiten, zum Beispiel auf den Titel, die Person, das Thema oder auch die Signatur. Beginnen wir einmal mit der einfachen Suche. Hier gebt ihr einfach eure Suchbegriffe ein. War die Suche erfolgreich, erhaltet ihr direkt eine Trefferliste. An diesem Icon könnt ihr sehen, dass es sich um ein gedrucktes Buch handelt. An diesem Icon mit dem E seht ihr, dass es sich um ein E-Book handelt. Das Häkchen bedeutet, dass das Buch gerade im Haus ist. Und an dem Kreuz seht ihr, dass es ausgeliehen ist. Möchtet ihr nun genauere Informationen zu dem Buch haben, klickt ihr einmal auf den Titel. Es werden euch nun alle nötigen Informationen zu dem Buch angezeigt und auch weitere Schlagwörter, die ihr für eure Suche nutzen könnt. Bei den meisten Büchern habt ihr auch einen Link zum Inhaltsverzeichnis. Damit könnt ihr im Vorfeld überprüfen, ob das Buch für euch geeignet ist oder nicht. Ganz unten auf der Seite seht ihr, wo ihr das Buch bei uns finden könnt. Zuerst einmal habt ihr den Standort, also das Regal, und einmal die Signatur. Das ist sozusagen die Hausnummer des Buches. Außerdem seht ihr, wie lange ihr das Buch ausleihen könnt. Habt ihr schließlich passende Literatur gefunden und euch die Signatur und die Regalnummer aufgeschrieben, zeigen wir euch nun, wie ihr die Bücher bei uns finden könnt. Dazu geht ihr zunächst zu dem Bereich, in dem eure Regalnummer steht. Dann schaut ihr auf die Signatur. Die Buchstaben und Zahlen kennzeichnen immer ein bestimmtes Fachgebiet. E ist in diesem Fall Geschichte. ELP 33 befindet sich zwischen diesen beiden Angaben, also müsstet ihr jetzt auf der linken Seite des Regals gucken. Dort sucht ihr nach derselben Zahlenfolge, habt ihr sie gefunden, müsst ihr nun nur noch nach dem Alphabet gehen und den letzten Rest der Signatur ergänzen. In den Büchern findet ihr auch häufig ein Literaturverzeichnis, das ihr für eure weitere Suche verwenden könnt. Werdet ihr einmal nicht fündig bei uns, könnt ihr auch über den KVK, den Karlsruher virtuellen Katalog, nach Büchern in ganz Deutschland suchen. Diese Bücher müssen über die Fernleihe bestellt werden. Bitte beachtet, dass die Fernleihe schon mal 1 bis 2 Wochen dauern kann, bis ihr sie abholen könnt. Außerdem fallen pro Buch 3 Euro an. Neben den oben genannten Suchwerkzeugen gibt es natürlich noch viel mehr weitere Informationsmöglichkeiten, die ihr nutzen könnt. Zum Beispiel die Seiten von Ämtern, Behörden, Ministerien oder auch Archiven, Museen, anderen Bibliotheken oder auch Forschungseinrichtungen.
Zum Schluss zeigen wir euch, wie ihr eure Ergebnisse bewerten könnt. Am Anfang sieht es vielleicht ein bisschen viel aus, aber im Laufe der Zeit werdet ihr es bestimmt selbstständig und automatisch umsetzen können. Zunächst einmal überlegt ihr, wer ist der Anbieter? Möchte euch die Person, die Firma etwas verkaufen? Ist es nur eine Privatperson, die sich vielleicht einfach nur präsentieren möchte? Wichtig ist immer, dass ein Impressum vorhanden ist, an dem ihr nachvollziehen könnt, wem diese Seite gehört. Als nächstes schaut ihr auf die Gestaltung. Ist es übersichtlich gestaltet? Findet ihr euch gut zurecht und wie ist der Sprachstil? Gibt es viel oder wenig Werbung? Dann schaut ihr auf den Inhalt. Ist es objektiv geschrieben und aktuell? Dies erkennt ihr häufig an einem Datum am Anfang oder Ende eines Artikels. Ist es zudem vollständig und sind Quellen angegeben? Letztendlich fragt ihr euch, welche Zielgruppe wird angeschrieben? Welches Alter, Geschlecht? Geht es um potenzielle Wähler zu generieren oder Käufer? Zum Schluss überlegt ihr, was die Ziele dieser Seite sein könnten. Soll es zur reinen Information dienen? Ist es ein Forum, wo jede und jeder schreiben kann? Geht es um die eigene Person oder gar um ein bestimmtes Produkt? Oder dient es einfach nur zur Unterhaltung? Nun sind wir beim Ende unseres Videos angelangt. Wir möchten euch noch folgende Tipps mit auf den Weg geben. Fangt rechtzeitig an. Eine gute Planung ist alles und gerade wenn ihr eine Fernleihe benötigt, braucht ihr viel Zeit. Nutzt Experten in eurer Umgebung. Gebt nicht zu schnell auf, denn eine Recherche ist ein Prozess, der sich manchmal auch immer von Neuem wiederholt. Und zu guter Letzt, wenn ihr die Möglichkeit habt, wählt ein für euch interessantes Thema. Dann lässt es sich schon viel leichter suchen. Also dann, viel Erfolg bei eurer Arbeit und bei Fragen und Problemen stehen wir euch jederzeit unter folgenden Kontaktmöglichkeiten zur Verfügung.